Kapitel 42. Ein neuer Rivale? Bereits früh am Morgen brachen alle vier Pokémon des Team Polana-Vatra gemeinsam auf. Sie alle wussten, dass ihr heutiges Duell wahrlich kein einfaches werden würde. Und sie wollten bereits den Schauplatz besuchen, um mit mehr Selbstbewusstsein herangehen zu können. Team Slash waren die ältesten Rivalen Polana-Vatras. Und hatten gleichzeitig eine Siegesquote von 100% im direkten Duell. Jedoch sollte dies wenig aussagen. Denn beim ersten Mal waren es alleine Aurora und Kel, beide unentwickelt. Beim zweiten Mal waren es nur Machete und Aurora. Nie war Polana-Vatra größer, stärker oder klüger als jetzt. Allein der Fakt, wer die Duellanten waren, sorgte jedoch dafür, dass dieser Kampf mehr war als nur ein Rangkampf um die Königsliga. Als wäre das nicht genug gewesen. Und noch dazu war es Polana-Vatras erstes Duell vor großem Publikum. Rund eine Stunde dauerte die Reise, bis das Team ankam. Eine riesige Struktur. Deutlich weniger hoch, doch viel weiter als der Ligaturm. Erstreckte sich auf einer großen freien Fläche. Eine einzelne Arena, abgeschottet von jeder Stadt. Die Arena der Könige. Crowning. Solche Stadien habt ihr in dieser Welt. Ich dachte, dass zumindest sowas für die Menschen einzigartig wäre. Menschen haben auch so etwas? Nicht nur Shadow, sondern auch Monagoras und Aurora waren schockiert. Diese Arena war der ganze Stolz des Kontinents. Ja, jede größere Stadt hatte sowas. Es gab dort auch immer Veranstaltungen von einem bestimmten Sport. Reiner Schwachsinn in meinen Augen, aber es gab genug davon. Oder eher zu viel. Menschen sind komisch. Diesen Anschluss hatte Aurora schon lange geschlossen und dies bestätigte sich nun erneut. Naja, dann wird's für dich ja zumindest nichts allzu Neues sein. Außer die Einrichtung ist völlig anders. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Also los! Der Eingangsbereich des Stadions war derzeit noch beinahe leer. Manche Kämpfer, vermutlich aus der Königsliga, liefen hier herum, jedoch kein anderer. Zwei große Treppen führten an den Seiten des Eingangsbereiches nach oben, eindeutig zu den Zuschauertribünen. Und eine Treppe in der Mitte führte nach unten, jedoch war diese mit einer Art Schranke blockiert. Lasst uns erst einmal kurz zu den Zuschauerbänken. Oberhalb der Treppen überblickte Kel das Grasfeld zu ihren Füßen, auf welchem ein leicht leuchtender Kreis prangte. Fußballstadion war so ziemlich alles, was ihm hierzu einfiel. Denn etwas anderes war dies hier nicht, abgesehen von den anderen Linien auf dem Feld und den fehlenden Toren. Dementsprechend schnell verließ das Team diesen Teil des Stadions auch wieder. Obwohl Machado deutlich mehr angetan wirkte. Der Schatten hatte anscheinend noch nie einen derartigen Ort gesehen. Der Ehrlichkeit halber musste Kel sich eingestehen, dass er auch nie in einem Fußballstadion gewesen war. Aber er hatte sie in Videos und im Fernsehen und auch von außen gesehen. Nun stand das Team erneut vor der großen Schranke. Unser Duell ist das nächste, also müsste die Schranke die Daten unserer Karten gespeichert haben. Vor eine kleine Scheibe hielt Monagoras seine Schlüsselkarte, welche er bei Erhalt des Teams neu erhielt, und ein grünes Licht blinkte auf. Langsam fuhr die Schranke hoch, und kaum dass das Team sie durchquert hatte, wieder herunter. Dann gucken wir uns mal den Bereich für die Teams an, das wird jetzt auch für mich etwas Neues. Auch Machado sah die Mischung aus Nervosität und Euphorie in Auroras Augen. Sie hatte sich so lange gewünscht, eines Tages an diesem Ort zu sein. Und nun war der Tag gekommen. Die Treppe endete schon bald und führte in einen langen Gang. Zwei Türen, eine an jeder Seite, schmückten diesen. Kleine Displays befanden sich an ihnen. Team Slash und Team Polana-Vatra. Jeweils einer dieser Namen stand dort. Also habt ihr euren Weg gefunden, ne? Die allzu bekannte Stimme ertönte hinter Kels Rücken
und erzeugte einen kleinen Schauer. Er hatte den Verdacht gegen Seraora natürlich nicht vergessen, ganz im Gegenteil. Auch Zoroark stand natürlich bei ihrem Teampartner. Doch auch ein drittes Pokémon, ein Katapultra, schwebte bei den beiden. Seraora, Zoroark, ihr beiden traut euch also hierher und wer auch immer euer Freund ist. Der Drache antwortete selber, seine Stimme jedoch nahezu unhörbar leise. Ich bin Spirit, ein alter Freund von Seraora. Ich gehöre seit einer Woche auch zu Team Slash. Monagoras schien sehr überrascht, als er dies hörte. Wirklich? Seraora, das sind ja zwei ganz besondere Dinge. Erstens, nach 7 Jahren erweitert ihr zweimal euer Team. Und dann hast du auch noch Freunde. Zunächst war Kell etwas verwirrt, jedoch merkte er selber, dass er unterschätzt hatte, dass Monagoras und Seraora tatsächlich gute Freunde waren anscheinend. Meine Freunde lassen sich nie blicken. Deine arbeiten für Epsilon, so läuft das halt manchmal. Ganz dreckiger Schlag, Junge, das bekommst du zurück. Aurora schien, anders als ihr Teampartner, nicht daran interessiert, dieses Gespräch noch lange fortzuführen. Und das später auf dem Schlachtfeld, Monagoras. Mashadow Kell kommt mit. Wir sind noch nicht mit dem Rundgang fertig. Als das Team so seinen eigenen Raum betrat, hörte Aurora noch eine leise Stimme, welche sie sofort erkannte. Zoroark. Ihr dürft nicht gewinnen. Hinter der Tür erstreckte sich ein riesiger Raum. Etwa halb so groß von der Breite wie das gesamte Kampffeld oberhalb. Wieso ist das hier so riesig? Wofür dieser ganze Platz? Um das zu wissen, muss man hier nie gewesen sein, Kell. Was sollte ein Team mit 5 großen Pokémon anderes machen? Zudem gibt es hier offensichtlich verschiedene Dinge. Wofür ist eigentlich der große Bildschirm dort gedacht? Eine Art Fernseher, etwa doppelt so groß wie Kell, schmückte eine der Wände. Dorthin wird das Schlachtfeld projiziert. Der Rest des Teams bleibt hier unten, wenn jemand kämpft. Damit wird Coaching verhindert. Und über diesen Monitor sehen wir eben, was oben vor sich geht. Also müssen wir jetzt mal den ganzen weiten Weg über beide Treppen laufen. Wortlos bewegte sich Monagoras zu einem großen Kreis im Boden. Zweimal stampfte er auf und auf einmal schoss der Kreis in die Höhe, mitten auf Höhe des Kampffeldes. Kurz darauf kehrte er wieder zurück, mitsamt Monagoras. Der Aufzug zum Kampffeld! Die Arena war nun erkundet. Etwa eine Stunde sollte noch vergehen vor dem Duell gegen Team Slash. Und diese Zeit wollte Polanavatra nutzen. Zum Planen. Gerade die bloße Existenz von Katapultra hatte viele vorig ausgedachte Strategien zerstört. Und dieses Pokémon machte auch nun die meisten Sorgen. Woher kam er? Wieso nahm Team Slash auf einmal jemand Neues auf? Und vor allem, was konnte er im Kampf? Und auch um diese Frage zu beantworten, gab es nur eine Möglichkeit. Eine Stunde später, während das Team sich noch besprach, sprang auf einmal der Monitor in ihrem Raum an. Er zeigte Elementara, welche in einem kleinen abgekapselten Bereich im Zuschauerraum saß. Einen guten Tag, Crowning. Es ist wieder einmal die Zeit im Monat, in der das Relegationsmatch für die Königsliga stattfindet. Heute treten die Veteranen aus Team Slash, die leider aufgrund vieler verpasster Duelle bloß Rang 50 erhielten, gegen die Underdogs des Oberliga-Turniers an, welche jedoch trotz allem bestehen konnten. Team Polanavatra. Heute werden entweder alte Bekannte ihren Rang verteidigen, oder Polanavatra schreibt Geschichte, indem sie in ihrer zweiten vollen Saison bereits in die Königsliga eintreten. Sehen wir uns an, was passiert. Beide Teams, bitte schickt eure ersten Duellanten. Kell fand sich wieder, umgeben von hunderten Pokémon, in einem großen weißen Ring. Es war bereits seit einer halben Stunde klar gewesen, dass das Arcani den Anfang des großen Showdowns machen würde. Und sofort sah er, wie bedeutend diese erste Runde werden würde. Nicht nur ging es um einen schnellen Start und eine überlegene Mentalität, sondern auch darum, die wahre Stärke des unbekannten Gegners herauszufinden. Denn das Katapultra schwebte auf der anderen Seite des Kampffeldes und sah sehr zufrieden mit seiner Lage aus.
Als Drache gegen ein Feuer-Pokémon war dies verständlich. Doch Kell würde sich definitiv nicht einfach geschlagen geben. Spirit von der Spezies Katapuldra, Mitglied des Team Slash. Gegen Kell, Spezies des Akani, einer der Leiter Polana Vatras. Runde 1, los geht's. Ohne zu zögern sprintete Kell los. Er wollte dem Gegner keine Zeit lassen, sich auf irgendwas vorzubereiten. Eindeutig hatte dieser das auch versucht. Ein phantomartiges Schwert verpuffte, als Kell einen direkten Knirscher landete. Schwerttanz wollte dieser Feind nutzen. Jedoch hatte Kell es erahnt und direkt einen sehr effektiven Treffer gelandet. Nur, dass Katapuldra nicht wirkte, als habe er den Treffer überhaupt gespürt. So viel wohl zur effektivsten Waffe. Vermutlich, so dachte Kell, hatte sich der Drache eine Art Resistenz gegen Unlicht angearbeitet durch viele Kämpfe gegen den Typen. Bestimmt hatte auch Sorak Unlichtattacken, gegen welche er dies trainieren konnte. Jedoch wollte das Akani seine Geheimwaffe noch nicht auspacken. Stattdessen wich er sofort zurück, damit kein Konterangriff kommen konnte. Jedoch hatte er nicht mit einem weiten Schlag gerechnet. Donnerblitz folgte und ließ Kell mit seinem Glück sofort wieder stocken. Langsam regte es ihn auf, dass jeder einzelne Elektroangriff dieser Liga ihn paralysierte. Doch auch musste er zugeben, der Hieb war stärker als vermutet. Monagoras hatte im Raum noch behauptet, dass Katapuldra allgemein eine eher physisch starke Spezies war. Deswegen hatte Kell erwartet, dass Donnerblitz nicht so effektiv wäre. Seine nun eingeschränkte Mobilität schadete Kell natürlich enorm. Immer war es dasselbe. Ein Pokémon, welches gerne im Nahkampf bleiben wollte, war mit niedriger Geschwindigkeit ziemlich aufgeschmissen. Sofort nutzte der Drache seine Chance, um Schwertanz anzuwenden, nun wo er die Zeit dafür bekommen hatte. Es war noch früh und doch merkte Kell, ohne seine Geheimwaffe für diesen Kampf würde er hier wenige Chancen haben. Drachenpuls. Ein Angriff, welcher auch aus der Ferne traf und in diesem Moment anscheinend komplett überraschend kam. Nicht nur stoppte der Treffer Spirits Technik, er brachte ihn auch ins Taumeln, wobei der Körper des Geistes sich leicht zu verzerren schien. Solange der Schockmoment noch wirkte, rannte Kell mit seiner Feentechnik Knuddler los. So langsam wie er auch war, dieser Schlag traf ebenfalls und wirkte deutlich stärker als bei den vorigen Angriffe. Gegen Fee war Spirit anscheinend weniger gut vorbereitet. Und auch war er nun in einem großen Nachteil. Der Risikozone, welche ihn zu Boden drückte. Nun konnte Kell mit einem Erdbeben folgen, da das Pokémon nun nicht mehr schweben konnte. Nun völlig auf dem Boden wirkte Katapuldra wehrlos, weshalb Kell sofort zum finalen Schlag ausholte, während das Publikum lauter wurde. Jedoch merkte auch das Akani, wie eine schwache, orangene Aura Spirit auf einmal umgab. Sofort bremste Kell ab, Meter vor dem Gegner, welcher sofort ausholte und beim Aufstehen zuschlug. Er schien beinahe wieder bei vollen Kräften. Irgendwie kam Kell dieser Lage bekannt vor, aber in diesem Moment wusste er noch nicht woher. Noch bevor das Akani diesen Gedanken beenden konnte, schlug eine Barrage von Spukbällen neben ihm ein und Spirit schwebte wieder auf dem Kampffeld. Der Kampf war noch nicht zu Ende, das Publikum tobte und auch ein Schwertanz schaffte das Katapuldra nun zu nutzen, da Kell kurz im Schock abgelenkt war. Aber auch jetzt. Aufgeben war keine Option. Es würde nie eine sein. Knuddler war der bisher effektivste Angriff gewesen, deswegen würde sein Fokus darauf liegen, mit diesem erneut zu treffen. Jedoch schien mit neuer Kraft auch neue Geschwindigkeit und Aggression in seinem Gegner freigelegt zu sein. Nun eher nahkampfbasiert, folgte ein Hieb auf den nächsten. Mit jedem Hieb kam der Gegner näher an den Treffer, welchen er suchte. Hierbei ließ sich Kell weiter und weiter zurückdrängen, nun bereits selber nahe im Risikobereich. Und hier entschloss er sich, alles oder nichts. Blitzschnell stürmte er nach vorne, sein Gegner jedoch auch. Wie erwartet, denn plötzlich duckte sich Kell so tief er nur konnte und ein überraschtes Katapuldra zischte knapp über ihn hinweg, mit genug Wucht, um sich selber aus dem Ring zu feuern.
Runde 1 ist entschieden. Sieger ist Kel von Team Polana Vatra. Immer noch leuchtete der Verlierer in orangener Farbe. Jedoch war er zu Boden gesunken und schien nicht mehr aufzustehen. Sofort begab sich Kel zu ihm. Hey, ist alles okay bei dir? Für einen Moment folgte Stille, abgesehen vom Murmeln des Publikums. Unsicher näherte Kel sich dem regungslosen Drachen an. Panik durchfuhr das Publikum, als Blut den Grünrasen rot färbte. Ein Schrei wollte Kels Kehle entrinnen, doch ihm fehlte die Luft. Drei lange, blutende Kratzer färbten das Fell direkt unter seinem Hals rot. Und die nun hellblauen Augen des Katapultra fielen auf ihr Opfer. Wir sind hier noch nicht fertig, Kel.